Bitte was? Da liegen Magazine. Alter, halluziniert er jetzt? Was? Erstmal hallo und herzlich willkommen zurück bei 35 mm. Was zum... Ihr wisst schon, dass ihr aus Metall seid, ne? Was hast du vor, mich mit dem Buch verdreschen oder was? Was? Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt gegen die kämpfen muss. Die sind aus fucking Metall. Das ist nicht gut. Wie viele das sind! Wie viele das sind! Okay. Okay, 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 okay. Vielleicht kann ich das irgendwie schlau... Ich habe keine Ausdauer mehr. Irgendwie... schlau lösen. Hallo? Wie wär's mal mit Nachladen oder sowas? Das finde ich ganz und gar nicht gut. Ich kann doch sonst nichts machen. Ich kann nicht nachladen, ich kann nichts drücken. Ich kann nur laufen. Hallo? Ich kann nichts machen. Keine Munition. Nix. Keine Chance. Es sind einfach viel zu viele. Ich muss doch irgendetwas machen können gegen die. Hier liegt noch Magazin. Die Magazine, die liegen hier jetzt wirklich einfach random rum oder was? Was
Lass mich in den Zug rein oder sonst irgendwas. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht, muss ich sagen. War vielleicht jetzt noch nicht das Schlauste, dass ich versucht habe, den Plattenspieler zu zerstören, obwohl es meiner Meinung nach eigentlich ein schlauer Lösungsansatz war. Weil theoretisch hat es angefangen, als der angefangen hat zu spielen. Bitte gib mir noch mehr Munition, bitte gib mir noch mehr Munition. Wäre auch schön, wenn hier irgendwie in regelmäßigen Abständen noch sowas wie ein Zug fahren würde. Hi. Kann ich hier eigentlich? Nein. Ich sollte mich nicht unbedingt in eine Sackgasse manövrieren. Oh. Hauptsache auch noch Eisenhunde. Da ist keine Munition mehr. Aber das erklärt es jetzt natürlich auch, warum ich so viele Medkits bekommen habe. Die ich jetzt nicht verwenden kann, by the way, ne? Ich kann halt auch nicht mehr auf irgendeine andere Waffe wechseln zurzeit. Macht er einfach partout nicht. Genauso wenig wie ich Batterien tauschen könnte in der Lampe. Ich muss gerade so ziemlich mit dem auskommen, was ich hatte oder habe, besser gesagt. Komm, hier muss noch irgendwo. Hier liegt noch ein Magazin. Ich muss halt zusehen, dass ich die dahin locke, dass ich nur einmal reinhalten braucht quasi. Die lassen leider auch nichts liegen. Oh mein Gott, Alter. Die Musik ist natürlich auch sehr vorteilhaft. Die liegt halt auch nirgendwo mehr irgendwie sowas rum. Muss ich in den Untergrund? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Hi Leute, na? Nicht gut. Ich meine, es geht ja langsam voran, aber ich hätte vielleicht wirklich dieses Magazin nicht unbedingt in den Plattenspieler reinhauen sollen. Oh, jetzt liegt hier auf einmal ein Magazin. Nice. Also wie es aussieht, kriegt man im Laufe der Zeit trotzdem noch irgendwie Magazine zusammen.
Dass sie noch random irgendwo nach einer Zeit spawnen. Wenn der Spieler kennt, aha, der Mann, der macht das zwar, was er soll, aber der hat eindeutig. Hallo. Zu wenig Munition. Weil er ein krasser Noob im Aim ist. So. Nice, so weit so gut. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Ist nur noch der eine? Komm, ein Magazin wird doch irgendwo noch zu finden sein. Ich werde nur hoffen, dass die Taschenwaffe da so lange mitmacht. Nicht, dass ihr die ganze Zeit dann nur ein dunkles Bild vor den Augen habt. Ich finde es auch gut, dass das auch überhaupt keine dramatische Melodie ist hier. Hatte ich doch noch richtig gesehen. So. Liebelein. Na? So, ist gut gewesen jetzt, ne? Alter, übelste Halluzination. Natürlich stehen sie wieder da. Junge, es war nicht gut, dass du da unten in den Dämpfen rumgelaufen bist. Das war doch nervenaufreibender, als ich gedacht habe. Immer noch 30 Kugeln. Ich gönne mir einfach mein komplettes Medkit. Oh, Licht. Tageslicht. Bevor wir dahin gehen, werde ich mich hier nochmal kurz nach Vorräten umsehen. Ich werde noch versuchen, die Türen aufzumachen. Aber das war schon eine heftige Erfahrung. Ich meine, man wusste zwar irgendwie, dass das halt nicht echt sein kann, aber es war halt trotzdem eine Bedrohung. Oh, ich höre Musik. Yay! Copyright! Wurde mir in der einen Folge ja schon angestrichen. Alter. Guten Tag. Bevor ich da hingehe, werde ich mich hier nochmal kurz umgucken. Auto liegt nix. Kann nicht aufmachen. Okay, dann werde ich vielleicht doch erstmal mit den Leuten hier sprechen.
Hey! Privet! Na? Mach mal aus hier! Jetzt muss ich da auch noch rüber labern oder was? La la la! Das war ja ganz schnieke Musik, aber mach mal leise hier bitte. Aber das sollte so weit im Hintergrund sein, da sollte theoretisch nichts passieren. Hoffe ich. Sind eigentlich irgendwelche Aufgaben oder so gerade? Weil hier liegt eine Batterie rum. In einer Folge haben wir, glaube ich, war das? Genau, als wir das erste Mal quasi zu dem großen Krankenhausgebäude hingekommen sind, da habe ich in dem einen Stromverteilerhaus oder was das da war, eine weiße Batterie gefunden. Die konnte ich mitnehmen. Ich weiß nicht, was da jetzt so besonders dran ist oder wofür man die hätte gebrauchen können. Aber als ich den Spielstand halt zum neuen Aufnahmesession gestartet habe, beziehungsweise geladen habe, war die halt nicht mehr da, weil die halt jedes Mal an einem anderen Ort spawnt quasi. Vielleicht weiß halt jemand, wofür diese weiße Batterie damals hätte genutzt werden können. Guten Tag. Hallo. Ja, gut. Mal kurz hier gucken. Ich denke, hier wird man nichts finden. Zwei Dudes da drüben, die haben... Flaschen? Nein, auch nicht. Gut. Die haben hier garantiert schon alles abgelootet. Beziehungsweise hier in der Stadt ist wahrscheinlich sowieso nichts großartig da zum Looten. War halt viel zu viele Menschen wahrscheinlich hier noch am Leben sind, beziehungsweise hier noch wohnen. Trotzdem noch besorgt über jede Türschwelle, wo man durchläuft. Kann ja noch ein Sprengdraht irgendwo liegen. Mich würde aber mal interessieren, wo zum Teufel bin ich hier jetzt? Sollte vielleicht die Taschenlampe dann auch mal ausmachen. Ich glaube, man sieht ja erstmal genug. Ja. Okay. Die Leute hier sind auch allesamt sehr gesprächig, muss ich sagen. Wie geht's? Richtig. Hast du mir was zu erzählen? Местные приезжих недолюбливают. Toll. Впрочем, как и раньше. Ja gut. Habe ich eigentlich noch? Nein, darf ich natürlich keine Munition mehr. Ich hätte halt nur noch meine AK zur Verteidigung. Wie wär's hier? Gottes Haus? Nein, darf ich auch nicht rein. Ich könnte mal wieder ein Foto machen. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass in der Aufnahme das Bild, was geschossen wird, einmal upside down angezeigt wird. Mir wird das nicht angezeigt. Okay. Ja, hier sieht man schon. Die Leute, die hier leben, sind anscheinend sehr nett und zuvorkommend. Naja. Denke mal, wir werden uns hier dann erst in der nächsten Folge weiter umsehen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und bis dann.